Guten Morgen vom Runenhexaltar. Ja, ich habe heute von der Rune Evas zu erzählen. Evas allerdings, wie du siehst, auf dem Kopfe stehend. Ich habe mich heute Morgen an meinen Altar hier gesetzt und es war schwierig, weil draußen auf der Straße anscheinend Bauarbeiten beginnen und da wurde der Teer geschnitten und ihr wisst sicherlich, das ist verdammt laut. Da kann man noch so gute Fenster haben, es ist laut. Da hätte ich mich jetzt aufregen können, ne? Oh, ich kann so nicht in Trance gehen, ich kann so nicht arbeiten, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Aber wisst ihr was? Das würde mir im Leben nicht einfallen. Da bin ich nicht mehr. Ich nehme das, wie es ist. Ich habe in den vielen Jahren meiner Rituale morgens gelernt, dass man in jeder Situation, immer und überall, die Verbindung haben kann und auch können sollte, wenn man so intensiv damit arbeitet. So kommt bei mir nicht mehr Ärger auf bei jeder Störung oder jeder Irritation im Leben, sondern ein tiefes Annehmen. Hört ihr es? Es geht wieder los. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ein tiefes Annehmen der Situation, denn Ärger würde mich jetzt gar nicht weiterbringen. Ärger bringt mich nie weiter. Konstruktive Lösungsfindung, ja, das bringt mich weiter. Aber Ärger bringt mich nicht weiter. Das sagt doch der eine Vogel zum anderen: Ich ärgere mich. Dann sagt der andere Vogel: Wen ärgerst du? Ja, was macht es für einen Sinn, sich aufzuregen und zu ärgern? Das Einzige, was dabei passiert ist, mit dem Ärger entsteht Wut, entsteht einiges, was zwischen den Menschen nicht gut ist. In den Gesprächen ist man aggressiver. Man will sich unbedingt durchsetzen und erklären. Und man lässt sich immer weiter ärgern. Und dann passiert das hier. Dann passiert das hier. Dann steht Evas, die Pferderune, auf dem Kopf. Evas erzählt vom Pferd und das Pferd erzählt von der Energie der Herde. Ein Pferd alleine kommt nicht sicher durchs Leben, also in den germanischen Urwäldern und Wiesen auf alle Fälle nicht. Ja? Ein Pferd alleine ist ziemlich schutzlos. Und es vereinsamt auch schnell. Wenn man Pferde hat, weiß man, dass man ein Pferd allein nirgendwo in den Stall stellen kann. Da muss zumindest eine Ziege dazu. Oder am besten natürlich ein Esel oder ein anderes Pferd oder ein Muli. Egal, aber es ist nicht gut, wenn es allein steht. Es wird vereinsamen, es wird krank werden, es wird sterben. Ein Pferd allein kann nicht überleben. Es geht gar nicht darum, ob es vernünftig ist oder nicht, dass man es in der Gruppe leben lässt. Es wird nicht überleben. Und genauso ist es mit den Menschen. Die Menschen sind Herdentiere. Nur gemeinsam kommen sie wirklich gut voran. Getrennt kommen sie nicht gut voran und wenn sie sich gar nicht einigen können, dann werden sie sterben. Ärger fördert Einsamkeit. Ärger fördert Trennung. Ich denke, das ist auch der Grund, warum diese ganzen Gurus immer so auf Licht und Liebe aus sind und auf ja, Entspannung, Meditation und so. Ärger zerstört die Welt, zerstört die Herde und zerstört damit das Vorankommen.
Ich möchte, dass ihr überlegt, heute ist ein Tag nach dem Beschluss eines neuerlichen Lockdowns, ein Tag, an dem es uns wieder schwerer gemacht wird vom Virus, uns zusammenzufügen. Nehmt es doch einmal als eine Chance, das auszuprobieren, sich nicht zu ärgern. Lieber lasst uns über Lösungen sprechen oder darüber, wie sich jeder so fühlt damit. Lasst uns Verständnis füreinander haben und lasst uns die energetischen Verbindungen zwischen den Menschen nicht mit Dunkelheit und Wut belasten, sondern schickt gerade jetzt Aufmerksamkeit durch dieses Herdennetz. Aufmerksamkeit dahin, wo einer wirklich traurig ist. Aufmerksamkeit dahin, wo einer vielleicht wirklich auch wütend ist. Dann hört ihm zu, aber schürt nicht an, versucht nicht, ihn zu verbessern oder dergleichen. Ich muss mich da auch am Riemen reißen. Aber das war heute eine deutliche Botschaft und ich gedenke, der Botschaft zu folgen. Lasst uns in Verbindung bleiben. Wir haben heutzutage die Möglichkeiten. Lasst die Herde nicht zerbrechen, sondern lasst uns zusammenfinden wieder. Sonst kommen wir nicht nur nicht gut voran, sondern sonst werden wir sterben, Virus hin oder her. Ich wünsche euch einen Tag, an dem ihr euch, immer wenn ihr euch ärgern würdet, nicht ärgert. Und dann wünsche ich euch eine Woche, in der ihr euch nicht ärgert. Runenhex.